und Archäologie zu interessieren. Hätte es die schon eher in Serie gegeben, hätte Samuel sich die Morde sparen können. Hi. Das Schild? Bitte nicht mit dem Personal reden. Ja. Komischer Typ. Bestimmt kein echter Polizist. Was steht da? I love blood und kill me. Und was steht darauf? Take my soul. Ich weiß nicht, worüber ich mich mehr wundern soll. Dass Mary tatsächlich Nachbildungen von Dr. Hermans abgeschlagenen Kopf gemacht hat? Oder dass jemand eine davon gekauft hat? Wer zum Teufel tut sowas? Hat Mary Gipsabdrücke von seinem Hintern gemacht und verkauft sie jetzt als Totenmaske? Das sind die alten Sachen vom Heimatmuseum, das vorher hier drin war. Hier war die Gordon-Chronik drin. Auf dem Zettel steht, dass sie auf Wunsch der Familie Gordon aus dem Museum entfernt wurde. Der Leuchtturm in Miniaturgröße. Mundgeblasen von Marys Bastelverein. Eine Nachbildung von Miss Valleys Brandleiche? Also damit ist meine Schmerzgrenze erreicht. Kann man Mary nicht wegen Geschmacklosigkeit verklagen? Das bin ja ich! Gesucht, gefährlicher Brandstifter. Der amerikanische Tourist Darren Michaels steht unter dringendem Verdacht der Brandstiftung. Es werden noch Zeugen gesucht, die Angaben zum Ablauf des Brandabends machen können. Jeder Hinweis zählt. Fehlt nur noch die Kopfgeldprämie. Kompliment an Mary. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Das ist der Zaun, auf den William Gordon nach seinem Fenstersturz fiel. Dr. Hermans Sterbeszene. Director's Cut. Die Endlosversion. Wäre Herman damals nicht von Samuel umgebracht worden, wäre er jetzt vielleicht Marys Aushängeschild. Mein Vater, Samuel Gordon, dargestellt als blutrünstiger Mörder. Ich habe ihn nie kennengelernt, aber irgendwie kann ich ihn jetzt verstehen. Die Bilder stellen die Mordschauplätze dar. Das hier zeigt den Leuchtturm, bei dem Miss Valley ums Leben kam. Das ist wohl die Rückseite von Black Mirror Castle. Die Stelle, an der vor 12 Jahren der damalige Gärtner starb. Das Bild kennt man aus der Zeitung und von Postkarten. Der Steinkreis. Dort wurde Vic ermordet. Miss Valleys kleiner Bruder. Das Bild gibt's im Hotel auch in Postergröße. Das ist Vic Valley. Er wurde vor 12 Jahren tot in einem Steinkreis gefunden. Seine Schwester hat ihn hoffentlich hier nie zu Gesicht bekommen. Ein alter Sekretär. Wozu steht der hier? Wurde darauf jemand ermordet? Oder damit? Utensilien von Dr. Heinz Hermans Knochensägerei. Murray ist gut aufgestellt, was seine Mördervermarktung angeht.
Tagebuch des Mörders steht da drauf. Mit blutiger Schrift. Ja, klar. In dieser Vitrine lag eine mysteriöse schwarze Kugel, bis Angelina sie gestohlen hat, um ein Portal zu Mordred zu öffnen. Die Ketten und Fleischerhaken hängen hier nur zur Deko, weil sie so hübsch sind. Eine große Holzkiste mit Vorhängeschloss und Schlitz im Deckel. Vorne ein Schild. Spenden Sie für die Hinterbliebenen der grausam ermordeten Toten. Nanu? Ich habe weder Lust auf ein Bier, noch lasse ich mir gern die Nacht. Nein, ich finde, Denise darf jetzt auch mal in Ruhe arbeiten. Wie läuft's? Bestens. Was kann ich für Sie tun, Sir? Waren Sie mal im hiesigen Museum? Ich interessiere mich sehr für Museen aller Art, speziell Völkerkunde und Geschichte, Sir. Aber das hier in Willow Creek kann man nicht mehr als Museum bezeichnen. Es ist vielmehr ein Sammelsurium an Unwürdigkeiten. Sie waren schon drin? Ja, vor ein paar Jahren, als es dort noch ein paar richtige Ausstellungsstücke gab. Ich muss dann mal wieder. Beehren Sie uns bald wieder, Sir. Frau Doktor? Was liegt Ihnen auf dem Herzen, Adrian? Es ist jetzt schon länger her, dass ich Visionen hatte. Bestimmt 3 Tage. Was bedeutet das? Ich würde sagen, das bedeutet, dass die Medikamente gut anschlagen. Es könnte auch sein, dass die aufwühlenden Ereignisse der letzten Tage die Bilder der Vergangenheit vorübergehend verdrängt haben. So oder so, wir sind auf dem richtigen Weg. Anscheinend hatte meine Familie Kontakt zum Vatikan. Das ist für ein so altes Adelshaus doch nichts Verwunderliches, oder? Dieser Fluch, er existiert wirklich. Adrian, so etwas dürfen Sie sich nicht einreden. Ich wohne seit heute Morgen im Schloss. Und gerade eben gab es den ersten Toten, ein Handwerker. Das kann doch kein Zufall mehr sein. Oh. Es gibt da Portale, die ich finden muss. Es sind Eingänge zu einem geheimnisvollen Ort, der vielleicht die Ursache für all das Übel ist. Wie kommen Sie darauf? Wer hat Ihnen davon erzählt? Victoria. Kurz bevor sie starb. Vielleicht hat sie ja fantasiert. Vielleicht wusste sie nicht mehr, wovon sie spricht. Adrian, ich halte es für problematisch, an einen Ort zu glauben, der für etwas verantwortlich sein soll. Damit schiebt man nur alles von sich weg. Das ist keine Frage des Glaubens. Diesen Ort gibt es wirklich. Vielleicht sollten wir die Dosis erhöhen. Von 60 auf 90 Milligramm. Ich dachte wirklich, wir wären schon weiter. Bis später. Machen Sie es gut. Immer noch geschlossen. Constable Zack scheint in Ordnung zu sein. Sehr gesetzestreu und so. Kann ich kurz etwas fragen? Wo ist denn Spooner? Hat sich den Rest des Tages freigenommen. Glaube, der Unfall am Schloss hat ihn etwas mitgenommen. Der Arme. Haben Sie eine Ahnung, wo dieser Matt sich rumtreibt?
Im Dorf habe ich ihn nicht gesehen. Gestern war er noch im Pub, aber wo er heute ist, keine Ahnung. Sie können ja eine Vermisstenanzeige aufgeben. Vielleicht im nächsten Leben. Constable, wissen Sie, was ich gerade mache? Ich bin auf der Suche nach dämonischen Portalen. Die sind hier errichtet worden, da hat der Heilige Geist noch nicht einmal an Jesus zu denken gewagt. Ja. Na dann, viel Spaß beim Suchen. Auf Wiedersehen, Constable. Hallo, Vater. Willkommen zurück, Adrian. Vater Frederick, ich habe hier einen Brief gefunden. Einen sehr alten Brief. Sehen Sie ihn sich bitte mal genauer an. Aber der ist vom Vatikan. Von Papst Innozenz III. Persönlich. Weißt du, wie wertvoll der ist? Meinen Sie, wenn ich den versteigern würde, bekäme ich dafür ein paar Rollen Kleingeld? Wohl eher ein paar Koffer voll. Ja, doch den materiellen Wert meinte ich gar nicht. Papst Innozenz gilt als der bedeutendste Papst des Mittelalters. Er rief den 4. und 5. Kreuzzug aus und formulierte die bis heute gültigen Grundlagen des Pontifikats. Wenn das hier ein Originalbrief von Papst Innozenz ist, dann ist das ein ganz außergewöhnliches Dokument. Ein Vertrauensausspruch der Kirche an die Urahnen deiner Familie. Du kannst wirklich stolz auf deine Familie sein. Wow, das höre ich so zum ersten Mal. Ich habe das bisher auch immer nur für ein Gerücht gehalten. Aber hier hast du es schwarz auf weiß. Deine Familie wurde vom Papst persönlich dazu auserwählt, eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Hört sich für mich eher so an, als ob sie dazu verdammt worden wären. Denn ganz offensichtlich ist ihnen diese Aufgabe ziemlich schnell über den Kopf gewachsen. Wir alle werden von Gott geprüft. Und es ist für jeden von uns eine Herausforderung. Aber nur der unerschütterliche Glaube führt uns schließlich durch die Dunkelheit ans Licht. Danke für die Hilfe. Der Herr möge dich auf deinem Weg begleiten. Ich lasse ihm vorerst seine Ruhe. Ist das das Zeug, mit dem Greg die Fassade reinigen wollte? Das ist Industriereiniger. So viele Warnhinweise habe ich bisher nur auf Säureflaschen gesehen. Den nehme ich mit. Und die Bürste hier auch. Putzen kann man hier schließlich genug. Das ist Blut. Gregs Blut.
Ich kann nicht fassen, dass er tot ist. Erschlagen von einem toten Schelm. Unbegreiflich. Und was ist das hier? Schwarzer Schimmel? Seltsam. Ich dachte immer, Schimmel bevorzugt dunkle und luftdichte Stellen. Komisch, dass er ausgerechnet an diesem luftigen Platz wächst. Das Schloss scheint wirklich langsam zu vergammeln. Höchste Zeit, dass es renoviert wird. Noch besser wäre wahrscheinlich ausräuchern. Aber gründlich. Ich weiß zwar nicht, wie man dieses Ding nennt, aber Steve hat damit tiefe Löcher in den Stein gebohrt. Es ist groß, schwer und macht eine Menge Lärm. Tim Taylor würde sagen, ho, ein Männerspielzeug. Mit Benzinmotor. Aber laut Anzeige ist der Tank leer. Hier stehen eine Menge Benzinkanister. Alle leer. So ein Pech. Aber ich nehme mal einen mit. Irgendwo lässt er sich füllen.